Also gut, Boys und Girls, heute brauche ich eure Energie. Ja, ja, warum wegen HGT Genki Dama Goku? Ja, wir geben dem Bo einen Versuch. Ja, Ende Januar erscheint noch ein GT-Charakter und ihr seht auch schon, ein LF-GT-Charakter. Sein Banner geht bis zum 7. Februar. Das heißt, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, Summon ja, nein, wegen IMGT, wartet noch. In der Dragon Ball Games Red Lower Ende Januar sollten wir dann auch wissen, welcher LF das sein wird tatsächlich. Lange Rede, kurz Sinn. Falls ihr gesummt habt, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gepult habt. Falls ihr noch pult, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Und wir schauen mal, was wir hier pullen. Logischerweise GT Goku wollen wir. Ich würde auf jeden Fall vierfache Gogeta-Dupes ebenso annehmen. Bei mir ist auf 2 Scheine rot, also da geht noch was. Path to Power Kid Goku habe ich nicht. 9. Die Legende wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir schauen mal. Senpai, lieber für den 61. Monat. Viel Glück, Dankeschön. Let's go. Bomberklatt. Welche Beta kommt? Zum Dragon Ball Super Card Game, der digitalen Version zum Spielen. So wie Master Duel, nur Dragon Ball Super Card Game. 23. bei uns wahrscheinlich 24. Januar. Open Beta werden wir auf jeden Fall ballern. Ich bin drauf gespannt. Ich wollte schon seit Ewigkeiten, dass das digital ein digitales Spiel bekommt. Wird es auch bekommen. Februar ist der Release mit dem neuen, mit der neuen Branch, sag ich mal, Branch, wie auch immer. Fusion World, Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Free Multi Group Sum, safe, wenn ich es nicht vergesse. Was geht, was geht? Beta ist auf dem PC, das Spiel wird auf dem PC kommen. Okay. Zweiter Multi, yes, yes. Also ich habe ja schon mal die Beta dazu gespielt, aber das war damals mit den alten Dragon Ball Karten. Also das heißt jetzt, das alte Set, da werden aber noch weitere Sets kommen, das wird unter dem Namen Dragon Ball Masters fortgeführt. Und die bringen jetzt einen neuen Zweig raus, Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Und das Spiel wird sich um Fusion World drehen. Was ist der Unterschied? Fusion World wird einsteigerfreundlicher sein. Wird weniger Mechanics haben etc. Also Masters ist da schon komplizierter ein bisschen. Oder hat halt mehr Mechanics und sein Fort, wie auch immer. So, was haben wir? Wir haben einfach nur Jaco und Vegeta, ne? Ja. Also, was kommt hier? Dankeschön. Ich finde es aber auch schade, dass nur ein 1% Spa in Krakler kam. Ein 2 sein müssten, finde ich. Für so ein Tag wie GT. Weiß gar nicht, wieso da nur einer rausgeballert wurde. Ey. Ende Januar 11 bin ich gespannt. Also ich will auf jeden Fall einen GT-Villain. Wenn wir uns die Villains angucken. Baby Super 17 Omega. Ich feiere Baby sehr. Hab's auch vorhin angesprochen. Also ein LF Baby würde ich mir wünschen. Omega wäre auch geil. Vor allem würde ich würde dem GT-Team auch einen guten Revive-Charakter geben. Wobei aber. Also der Goku mit Endurance ist eher defensiver. Naja, doch, ich würde einen offensiven Revive-Charakter geben. Sowas wie Orange P zum Beispiel. Der aber auch natürlich so besser funktioniert von Start an. weil Omega mit Revive könnte man machen. Super 17, die Super 17 in Lens sind schon interessant, so ist nicht. Mit ihren Deckungswechsel, Key, Absorption, grüne Karte etc. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde meine Wahl auf Baby fallen. Wobei Baby kann man halt wahrscheinlich keinen. Mir kommt keine Szene, kommt kein Revive geben, ne, auf irgendeine Art und Weise. Schauen wir mal, ich bin drauf gespannt, was sich einfallen lassen. Ich werde Safe Lens nicht mehr reinpacken nach dem 50er C-Chef mit Ultra UI. Ja, muss auch nicht. Ja, Orange P ist halt ein offensiver Revive-Charakter, ist kein defensiver, also passt schon. Die Defensive würde doch auf jeden Fall GT Goku übernehmen oder Gogeta in so einem Setup dann. Dreifach-Animation. Hatte ihn nach 10k CC und habe den anderen Kid LF bekommen. Denkst du, es war es wert? Ja, du wolltest doch reingehen, um ihn zu ziehen, oder? Also war es doch wert, wenn du ihn gezogen hast. Oder habe ich das falsch verstanden?
Okay, letzte Multi ist Group Sometime, oder? Oder ist es der letzte? Danach kommt der letzte, oder? Jetzt von dem Durchlauf. Erster Durchlauf ist durch. Ein Durchlauf ist kein Durchlauf. Deswegen gucken wir mal, was im zweiten jetzt geht. Let's go, Masashi, was knapp? Hast du nach 3K bekommen? GG. Genau, also Group Sometime. Ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr mitzieht. Lasst mich wissen, was ihr gepult habt. Müsst ihr jetzt Energie verteilen. Hallo? Ja, ist ja schon geil, wenn ich ihn aus der Genki-Dama-Animation ziehen würde, ne? Genki-Dama? Oh, Dreams. 3. 2. 1. Viel Glück. Ultra B mit dem Ritual wäre auch geil, ne? Ja, stimmt. Einziges, was mir einfällt, um Baby an Raph zu geben, wäre es, wenn er Vegetas Körper verlässt. Ja, nach seiner Niederlage. Das ist der zweite Durchlauf, ja? Wieso, was ist los? Hallo? Mö. Mö. Melolin. Nee, nee, das ist der letzte Mutti vom ersten Durchlauf. Das ist der letzte Mutti vom ersten Durchlauf. Es geht. Also, genau. Danach gehen wir in den Zeiten rein. Hab mir jetzt Kaktuskamel gegönnt mit deinem Code. Hoffe, der schmeckt. Kaktuskamel gibt's wieder. Kaktuskamel ist von all time mein favorite Geschmack. Der ist crazy exotisch. Weiß halt nicht, ob du so ein Exot bist. Also Kaktusfeige ist das. Meiner Meinung nach ein schöner Geschmack. Ja, GG. Könnt euch gerne gönnen, Leute. Ausgezeichnet, Holy. Gra Code Ozor 5 oder Ozorun. Welche Farbe soll der nächste GT-Charakter haben? Du magst sowas? Okay, gib Bescheid dann, ob es dir geschmeckt hat. Also blau haben wir jetzt natürlich schon. Kommt natürlich auch immer drauf an. Ich meine, wenn es ein Super 17 wird und der Androids auch hilft. Androids hat eigentlich von der Base-Struktur ein gutes Team. Dann hat eine Farbe kein Gelb oder Lila. Weil Gelb Gammas und Lila LFCL. Also blau auch nicht wegen GT. Das heißt, das bleibt übrig, rot oder grün. Theoretisch. Rot oder grün könnte man machen. Weil grün Zenkai Buff Gogeta dann. Rot Zenkai Buff Omega, der kommt. Ja, GT, GT, GT. Was könnte man GT geben? Ganz ehrlich, GT könnte auch lila wäre ein bisschen schade. Eigentlich könnte die Kartui lila gebrauchen, ne? Gibt es überhaupt ein. Der 17 ist, wenn überhaupt, vielleicht noch spielbar als lila Charakter. Aber das Problem ist halt, Uigoku läuft halt rum. Boah, gute Frage. GT könnte auch Rot gebrauchen, tatsächlich. Ich sag mal so, wenn warum auch immer Omega Senkai alles beiseite bombt, dann reicht er als roter Charakter. Können wir mal was anderes geben? Sorry. Imagine Lens Original Tag Switch Baby und Omega oder alle Villains einfach. Ja, Uyoko frisst safe lila Charaktere. Thank you? Wie die ja, die Zahl ist gerade nicht geil, die Animation, ne? Ich glaube überhaupt nicht geil. Ja, Tag Hellfighter und Android 17 könnte sein, oder. Also, ich sag's mal so, aber ein GT, einen neuen, funktionierenden, krassen Tag-Charakter zu geben, könnte man auch machen, definitiv. Weil dann würden die zwei Typen abdecken. Oh, also, entweder durch den Reverse-Faktor, oder was, ne, wir haben es gesehen an Goku und Freezer oder an Bardock, wenn ein Charakter durch zwei, also, ne, so ein Tag-Charakter, wenn es zwei Typen hat, straight up. Das ist krass. Also das könnte GT auch ganz gut gebrauchen. Dass es einfach ein Charakter und zwei Typen hat. Genau, und dann, ganz ehrlich, so ein Hellfighter 17 und Ding könnte man schon rocken. Könnte man schon rocken. Es hat die Frage, ob. Also ich gehe da nicht davon aus, dass er irgendwie transformiert oder so. Oder der. Es hat der erste Tech-Switch-Charakter, der sich transformieren kann, wie auch immer, oder so. Keine Ahnung. Oder der geht nur in den finalen Angriff.
nur in seinen finalen Angriff-Animationen dran, somit er sich. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so. Puh, eigentlich gar nicht mal so. Hä? Ja? Oh! Okay. Das ist entweder Gelele oder GT Goku. Mal gespannt. Garlic Gohan. Was glaubt ihr, wer es ist? So random Counters, gell? Ja, aber mit Green Skies auch noch. Wer wird's sein? Ronskasten gepult, GG. Gelele! Wie ist denn der Charakter eigentlich? Hat jemand von ihm gespielt? Jemand von euch ihn gespielt? Schade. Hab ihn heraufbeschworen, ja Mann. Zu viel. Geballert. Okay, Boys und Girls, beenden wir den zweiten Durchlauf und gehen wahrscheinlich in den dritten rein. LFTX, which set on Freezer, aus. So wie dieser Prime Battle Lair. Das wäre aber schon irgendwie ein Schlag ins Gesicht für die Main Villains, oder? Aus GT, finde ich. Bei Bio Banane, Dankeschön, schön Grüße, es geht ab. Die ist mies gut wie Yellow Gold Freezer, labern nicht wirklich. Fahren es erst, wo sie reinkommt, gut, danach. Danach was? Sollte das ein P sein statt ein B? Genau das. Ich ertrage die Green Skies nicht mehr. Ja. Okay. Okay, let's go. Das ist der Zeit der Durchlauf ist zu Ende. Ja, kannst schreiben. Ich wird nicht zensiert oder so. Okay, let's go. Wir gehen rüber in den dritten Durchlauf. Green Sky Simulator haben wir hier. Dein Ernst? Hey, kein GT-Hate hier. Ja, das können wir skippen, oder? What the heck? Also ich werde auf jeden Fall die Tickets raushauen, aber ich werde definitiv nicht auf schon wieder Green Skies auf Pity gehen von GT Goku. Oh, oh. Nee, komm mal her jetzt. Oh, wir haben echt Müllanimation, ey. Ich habe noch 1200 Stones. Wir werden wahrscheinlich den Durchlauf beenden. Ich check mal gleich die Münzen ab, wie es darum steht. Da kommt auch niemand zu Hilfe! Halt deine Klappe. Da kam niemand zu Hilfe. Das ist shameless. Wieso ziehe ich den? Was juckt der mich? Was hat er für eine Sehfähigkeit? Das ist ohne Scham. Was? Hab mal die Klappe, Alter. Verzieh dich. Okay, Boys and Girls. Wir sind ready. Beenden den Durchlauf, holen die Tickets. Und dann schauen wir mal. Ja, was doch kommt und was nicht kommt. Drei. Ja! Endlich mal was anderes außer Green Skies schon mal. Ne? Das sei auf jeden Fall mal gesagt. Goku. Allele Bleu. Okay. Goku. Blau. Ah,
Einfach zwischendrin kam einfach noch ganz entspannt Werbung. Dankeschön. Schade. Schade. Dreams? Dreams? Wäre das bloß Gogeta gewesen oder Path to Power Kid Goku? Schade. Aber jetzt letzte Multi. Oh. Ist es wieder Genelu? Oder ist es GT Goku diesmal? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was sagt ihr? Oh. Oh. Genau das im letzten Multi. Slow Motion dafür 25 Mal ausgedacht. Grrrra! Perfekt. Im letzten Multi war der noch da. Wir haben aber noch die Tickets. Genau. Perfekt. Sehr, sehr geil. Richtig gut. Da ist der Amigo. Das sieht clean aus, muss man schon echt sagen. Auf den letzten Drücker, ey. Hammer. Okay, sehr geil. Dann... Ach so, wir wollten trotzdem noch den raushauen, dass wir die 14 Tickets haben und so diese und somit diesen Bundle da holen können. Genau. 14 Coins meine ich. Genau, 14 Coins into. Wie viele Tickets sind das? 3 Tickets. Prozent auf GT Goku, oder? Pro Ticket. U-Bahn-Pilot, danke für den 25. Jo, was geht ab? Einfach Vegeta. Okay, warte mal. Das könnte interessant werden. Könnte. Ich habe auf Broly geoptimiert sein. Soul, danke für deinen 6. Monat. HDF? Einfach. What? Woher? What? Okay, Ladies and Gentlemen, das war's, wie es aussieht. Zum Glück ist er noch im allerletzten Multi gedroppt. Und Genelu haben wir auch bekommen. Wir nehmen es an, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.